Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu einem weiteren Kochvideo. Auf Instagram habe ich euch vor kurzem gefragt, ob euch so ein Video zum Oktopus interessiert und ihr habt ja gesagt, also los geht's. Was brauchen wir? Wir brauchen einen aufgetauten Oktopus, den spülen wir nochmal ordentlich ab und entfernen gewisse Stückchen, die wir da nicht dabei haben wollen. In der Regel sind die aber schon fertig ausgenommen. Ganz wichtig ist, das sieht man auch hier, der Mund bzw. der Schnabel fehlt. Was brauchen wir dann noch? Eine Zwiebel. Und eine halbe Zitrone, um den Oktopus auch schön weich zu bekommen. Da möchte ich euch heute mal so ein bisschen meinen Geheimkniff verraten, den ich von meinem Patenonkel aus Mexiko gelernt habe. Das wird grob kleingeschnitten, die Geschichte, hier brauchen wir uns nicht verkünsteln. Dann bringen wir Wasser zum Kochen. Bisschen Salz kommt auch rein. Ich habe es mir mal erlaubt, das Salz vorher reinzumachen, bevor das Wasser schon brodelt, als Ausnahme. Und unseren Oktopus natürlich. Was wiegt der? 660 Gramm. Und dann schauen wir mal, was der Oktopus nach dem Kochen wiegt, was wir da an Gewichtsverlust haben. Die Frage finde ich besonders spannend. Wenn das Wasser sprudelt, kann der Oktopus rein. Zwiebeln und Zitronen kommen auch direkt dazu. Und wir lassen ihn 10 Minuten auf höchster Stufe aufkochen. Öfters wenden oder so während dem Garprozess hier braucht man den Oktopus jetzt nicht. Ich möchte euch aber hier mal zeigen, wenn man den ins Wasser reingibt, fangen die Fangarme an, sich sofort zusammenzuziehen und zusammen zu kringeln. Ja, und jetzt heißt es abwarten und Tee oder Bierchen trinken. Und nach weiteren 10 Minuten, ihr seht, die Geschichte sprudelt immer noch ordentlich, können wir die Hitze ein bisschen reduzieren und lassen den Oktopus je nach Gewicht und Größe dann 30 bis 45 Minuten köcheln. Was haben wir für Zutaten für unsere Soße? Wir machen heute eine Tomatensoße dazu. Da haben wir Chili aus dem eigenen Garten. Aufpassen, nicht überwürzen. Wir haben unseren Knoblauch. Ja, das ist so eine halbe Knolle mal wieder. Und eineinhalb Zwiebeln. Für viele ist es ja viel zu viel oder dann zu streng. Für mich ist es so genau richtig. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und der Knoblauch ist natürlich auch noch aus dem eigenen Garten. Da haben wir jetzt so langsam die letzten Knollen. Ich muss nächstes Jahr unbedingt mehr anbauen. Was wir auch noch haben, ist Oregano links und rechts Thymian, auch beides aus dem eigenen Garten. Bei manchen Gläsern bekomme ich einfach so dieses Label nicht abgemacht. Wenn ihr da einen guten Trick habt, gerne mal bitte einen Kommentar da lassen. Dann haben wir natürlich noch Pfeffer auf unserer Liste, ganz elementar. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir nochmal nach dem Oktopus. Jetzt hat sich das Kochwasser schon ein bisschen angefangen zu verfärben, ist auch kein Problem. Und worauf wollen wir hinaus? Wir wollen hinaus, dass sich die Haut so ein bisschen ablöst. Das zeige ich euch später beim Oktopus. Ja, Zwiebeln, Knoblauch und Chili wird alles ein bisschen klein gehackt, kann auch ruhig mal gröber sein. So kenne ich auch die Soße bzw. das ganze Rezept ursprünglich von meinem Patenonkel. Dann kann Olivenöl in die Pfanne und wer es noch nicht weiß, dass man mit Olivenöl auch braten kann, gerne mal ein bisschen nachrecherchieren zu kaltgepressten und raffinierten Olivenöl. Zwiebeln, Chili und Knoblauch in die Pfanne, schauen, dass die Zwiebeln ein klein wenig glasig werden und währenddessen können wir schon mal unsere geschälten Tomaten zerstückeln. Dann kommt etwas Honig hinzu. Ich mag ja immer so ein bisschen die Sachen ein klein wenig zu karamellisieren. Das ist ungefähr so ein Teelöffel. Und dann machen wir schon mal die erste Ladung Kräuter, Thymian und Oregano mit rein. Da werden wir aber definitiv nochmal nachwürzen müssen. Dann unsere gestückelten Tomaten, auch ein klein wenig dazu, ganz scharf anbraten. Wird dann schon mal so ein bisschen Pump. Den löschen wir dann mit etwas Rotwein ab nach Gusto. Und etwas Tomatenmark kommt auch noch hinzu, damit unsere Soße auch ja, ein bisschen sämig oder dicker wird. Dann können wir mit unserem Tomatenpassata aufgießen, ungefähr so ja, 750 Milliliter und es wird mal wieder Zeit nach dem Oktopus zu schauen. Ja, wir haben wieder ganz tolle Lichteffekte hier beim Gartenkanal. Reicht aber aus, um zu erkennen, dass jetzt hier die Haut ablöst. Manchmal schwimmt auch ein bisschen was im Kochwasser rum, ist überhaupt nicht schlimm. Genau das wollen wir erreichen. Unsere Tomatensoße, ja die soll jetzt, sage ich mal, mindestens 20 Minuten einkochen. Lieber ein bisschen mehr. Unser Oktopus wird direkt unter kaltem Wasser abgeschreckt und vorhin hat er 667 Gramm gewogen. Wie viel wiegt er jetzt? 263, also ordentlich Gewichtsverlust tatsächlich. Wie gehe ich jetzt vor beim Zerkleinern des Oktopuses? Zuerst schneide ich die Fangarme hier ab von der Körpermitte, wie man erkennen kann. Und dann wird die Geschichte auch ein klein wenig zerteilt. Wirklich was wegwerfen hier müssen wir jetzt nicht, da war ja ganz ausgenommen. Außer der Bereich hier um die Augen rum, der ist wirklich ein bisschen arg, ja, zäh, der kommt bei mir weg. Und hier könnt ihr sehen, dass der Oktopus auch wirklich butterweich ist. Also wenn er sich mit einer Gabel zerteilen lässt, ohne viel Kraftaufwand, dann ist der Oktopus zart, weich und ja, ich würde sagen perfekt.
Und dann noch ein kleiner Extra-Tipp von mir, bitte nicht den Oktopus roh auf den Grill werfen, lieber immer vorkochen und dann nachgrillen, ansonsten wird er sehr, sehr zäh. Bei unserer Tomatensauce haben wir ein bisschen probiert, mussten ein klein wenig nachwürzen, hier mit Thymian, Oregano und Honig. Und während das Nudelwasser kocht, kann unser Oktopus hier in die Soße rein, das mache ich so 2 Minuten, bevor die Nudeln fertig sind. Dann ist er auch wieder, ja, hier schön warm. Parmesan ist auch schon gerieben und jetzt müssen wir nur warten, bis die Nudeln fertig sind. Und dann noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Ihr wisst ja, momentan teste ich ein bisschen die Früchte, das Trockenobst und andere Produkte hier von Koro aus. Unter anderem zum Beispiel auch die Blütenpollen, von denen ich sehr begeistert bin. Wenn ihr da auch mal was ausprobieren wollt, mit dem Code DGK5 spart ihr bei eurem Einkauf 5%. Ja, unsere Nudeln sind fertig und dann für die Sache zusammengegossen, jetzt brauche ich nicht mehr viel zu sagen, und dann genossen. Bisschen Parmesan kommt natürlich nochmal drüber. Ansonsten ein ganz, ganz simples Rezept. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Nachmachen. Tipps und Tricks gerne wie immer unten in die Kommentare. Und ansonsten, ja, danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.